Ist der nächste Redner für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident und liebe Kolleginnen und Kollegen, Kollegin Bulling-Schröter, Sie sagen, keine gute Woche für den Klimaschutz. Ich möchte dem entgegenhalten, natürlich, man soll den Tag nicht vor den Abend loben, aber man soll auch nicht die Woche vor ihrem Ende beschimpfen. Und deshalb setzen wir auf das, was die Ministerin gerade angekündigt hat, dass nämlich eine Einigung innerhalb der Bundesregierung über den Klimaschutzplan kurz bevorsteht. Und ich will für unsere Fraktion sagen, wir wollen einen Klimaschutzplan, wir brauchen einen Klimaschutzplan. Wir haben im Übrigen nicht nur im Koalitionsvertrag uns für den Klimaschutzplan ausgesprochen, sondern bekennen uns ganz ausdrücklich in dem Antrag, den wir heute gemeinsam beschließen, auch noch mal zu dem Klimaschutzplan. Und deshalb ganz ausdrücklich, wir setzen darauf, dass es jetzt kurzfristig gelingt, dass es vor Marrakesch gelingt, eine Einigung zum Klimaschutzplan hinzubekommen. Ich halte das auch für wichtig, und das wäre auch der richtige Rückenwind für Sie, Frau Ministerin, in Marrakesch. Für diese Konferenz wünschen wir Ihnen alles Gute. Sie haben gerade beschrieben, welches dort die Aufgaben, welches die Herausforderungen sind, dass es da um andere Dinge geht als in Paris, aber eben auch wieder um wichtige Fortschritte, was die Umsetzung angeht. Sie haben auch beschrieben, dass wir noch nicht wissen, in welcher Situation wir sind nach den Präsidentschaftswahlen in den USA. Und umso wichtiger finde ich, dass wir aus Deutschland und aus Europa das Signal geben, dass bei uns Klarheit und Verlässlichkeit ist, dass wir diesen Pfad genauso gehen wollen. Und deshalb finde ich das einen wichtigen Beitrag, gerade auch dieses Hauses, des Deutschen Bundestags war, dass wir mit dieser schnellen Ratifizierung, die uns vor wenigen Wochen gelungen ist, das zu leisten, was wir jetzt vor dieser Konferenz für das Klimaabkommen leisten konnten, nämlich das höchstmögliche Maß an Verbindlichkeit mit der Ratifizierung, die jetzt das erste Vertragsstaatentreffen dort ermöglicht. Und damit nochmal zum Klimaschutzplan. Warum brauchen wir den? Die Ministerin hat dargestellt, wir sind auf einem guten Weg. Das, was wir in Deutschland leisten, das können wir vorzeigen. Die Ratifizierung haben Sie genannt, die Finanzierung, unsere Rolle als Schrittmacher, auch das, was wir im eigenen Land leisten. Und jetzt haben wir nicht erst ganz aktuell, sondern schon seit langem und immer wieder auch hier im Bundestag ehrgeizige Ziele formuliert. Und wir beschließen heute wieder mit unserem Koalitionsantrag das Ziel, dass wir bis 2050 die Treibhausgasemissionen reduzieren wollen um 80 bis 95%. Und ich denke, es ist ganz unbestritten, dass es ein ehrgeiziges Ziel ist. Ich glaube, es ist genauso unbestritten, dass es eben auch eine Herausforderung ist. Und deshalb geht es jetzt darum, mit diesem Klimaschutzplan nicht jede einzelne Frage heute schon zu beantworten. Ich glaube, das kann niemand ernsthaft erwarten in einem Zeitraum von mehreren Jahrzehnten. Aber es geht darum, einen Pfad zu beschreiben. Es geht darum, Verlässlichkeit zu geben. Und es geht darum, das klare Signal zu geben, wohin die Reise geht, eben nicht zurück in das Zeitalter von Kernenergie, nicht zu einer Renaissance der Kohle, sondern eben hin zu Erneuerbaren, zu Energieeffizienz und zu neuen Technologien. Das ist unser Weg. Und darauf können und sollen sich alle einstellen. Und dann finde ich, wenn es um einen solchen Umbruch geht, und es ist doch unbestritten, dann ist das eine richtig, was wir in unserem Klimaschutzantrag heute tun, nämlich zu sagen, wir verstehen das auch als Chance für Deutschland. Wir schreiben ganz ausdrücklich in unserem Koalitionsantrag, es ist auch eine Chance für unsere Wirtschaft mit neuen Technologien für Wettbewerbsfähigkeit. Aber ist doch genauso richtig und doch notwendig und ich finde nicht nur legitim, sondern gerade zwingend, darauf hinzuweisen, es ist eben auch eine Herausforderung. Es ist eine gewaltige Aufgabe, ein großer Umbau und dass Menschen, die in Braunkohlegebieten sind, nicht als allererstes bei dem Thema Klimaschutz dran denken, das könnte eine Chance für uns sein, sondern dass es da auch die Frage gibt, was wird denn aus uns, was wird aus meinem Arbeitsplatz, was wird aus meiner Region? Das ist doch, glaube ich, logisch und liegt auf der Hand. Und das alles erklärt, glaube ich, ein Stück weit auch dieses Ringen, das wir in der Koalition, auch in beiden Koalitionsfraktionen haben. Da sage ich, ich hätte mir gewünscht, dass wir jetzt schon früher zu dem Klimaschutzplan gekommen wären, selbstverständlich.
aber ist doch legitim und ist, glaube ich, Ausdruck dessen, was unsere gemeinsame Aufgabe hier ist, nämlich gemeinsame Interessen so zusammenzuführen, dass wir es am Ende schaffen, Klimaschutz ambitioniert zu machen, aber auch die Wirtschaft mitzunehmen und insgesamt ein gutes Ergebnis für unser Land und alle Regionen hinzubekommen. Und dann ist doch auch immer ja geradezu der Wunsch, dass wir im Bundestag in und zwischen den Parteien diskutieren, dass Dinge nicht alternativlos sind. Und deshalb finde ich, ist es auch nachvollziehbar, dass man nicht über das grundsätzliche Ziel, auf das wir uns alle und immer wieder und heute auch wieder geeinigt haben und das wir immer wieder bekräftigt haben, nicht das in Frage stellt, aber dass man über Instrumente streitet. Und das halte ich für notwendig. Und da gibt es eben unterschiedliche Wege und unterschiedliche Möglichkeiten. Und ich will für unsere Fraktion sagen, dass wir nicht glauben, dass der Weg von immer mehr Verboten, natürlich braucht es Ordnungsrecht in gewissem Rahmen, auch das ist unbestritten, aber der Weg von immer neuen Verboten wäre bestimmt nicht der richtige Weg. Unser Weg ist auch nicht der, immer neue Steuern zu erfinden, um diesen Weg zu bestreiten, sondern unser Weg ist, dass wir sagen, wir wollen doch Vorreiter sein. Diesen Anspruch haben wir, das setzen wir mit unseren Dingen um. Und wer Vorreiter sein will, der muss Nachahmer finden. Und wir sind der Überzeugung, dass wir Nachahmer nicht dann finden, wenn wir die meisten Gesetze machen, sondern wenn wir die besten Technologien haben in unserem Land, wenn wir die exportieren können. Und deshalb setzen wir auf Technologie, deshalb setzen wir auf Effizienz und deshalb setzen wir auf Innovationen erstmal, was die Grundsätze angeht. Und dann können wir uns über die einzelnen Bereiche unterhalten. Und das müssen wir auch tun. Das tun wir jetzt im Klimaschutzplan. Und wir wissen alle, das ist nur der Auftakt. Dann wird es weitergehen. Wie ist es bei der Kohle, wo es selbstverständlich ist, wenn wir diese ehrgeizigen Ziele haben bis 2050, dann muss jedem klar sein, dann muss der Anteil der Kohle Schritt für Schritt runtergehen. Dann brauchen wir einen Plan, wie wir in dieser Zeit den Ausstieg aus der Kohle schaffen. Aber gleichzeitig gehört dann eben dazu zu sagen, wir brauchen dann Antworten auf die Strukturfragen. In der Lausitz haben wir in diesem Jahr schon Programme beschlossen. Wir müssen diesen Wandel in der Energie- und Klimapolitik einbetten in Strukturprogramme und in Maßnahmen, die den sozialen Frieden in diesem Land auch garantieren. Das ist der Weg und die gemeinsame Aufgabe. Und selbstverständlich, und das ist ja auch Aufgabe und Anspruch dieses Klimaplans, müssen dabei alle Bereiche, alle Sektoren ihren Beitrag leisten. Verkehr und Landwirtschaft, Industrie und Gewerbe, der Gebäudebereich, über den Energiebereich habe ich gesprochen, das ist selbstverständlich. Aber auch da müssen wir über den richtigen Weg ringen. Und wenn ich jetzt die Verkehrspolitik anspreche, dann ist unser Weg eben nicht, dass wir sagen, im Jahr 2030 sollen Diesel und Benziner verboten werden. Das würden wir für den falschen Ansatz halten. Und wenn ich wir sage, meine ich unsere Fraktion. Ich kann aber als Baden-Württemberger sagen, das sieht auch mein Ministerpräsident so, das sieht sogar Herr Hofreiter, Ihr Vorgänger als Vorsitzender des Verkehrsausschusses, Winfried Herrmann, so, der im Bundesrat dagegen gestimmt hat. Wir wollen nicht Verbote, wir wollen Anreize. Wir wollen Anreize zu Effizienz. Wir setzen auf bei der Elektromobilität auf Forschung und Entwicklung. Wir setzen darauf, dass Technologien überzeugen. Und natürlich müssen wir uns als Staat dann fragen, wie schaffen wir den Rahmen? Wie machen wir es zum Beispiel in der nationalen Plattform Elektromobilität, um dieses Ziel zu erreichen, das wir reingeschrieben haben in den Klimaschutzplan, dass nämlich bis zum Jahr 2050 der CO2-Ausstoß im Verkehr quasi fast auf null sein muss. Und diesen Weg wollen wir gehen, aber wir wollen ihn im Dialog gehen und wir wollen ihn machen mit Anreizen, mit Förderung und dieser Rahmensetzung. Und dasselbe gilt im Gebäudebereich. Im Gebäudebereich haben wir ehrgeizige Ziele. Wir sind sehr dafür, dass wir im Neubau sagen, da müssen wir hohe Standards setzen. Im Prinzip muss es in Zukunft so sein, dass ein Neubau null Emissionsstandard hat. Wir sagen auch, wir müssen auch an den Bestand ran, weil wir es ohne den Bestand nicht schaffen. Aber auch da gilt, da wollen wir keine Zwangssanierungen. Wir haben in Baden-Württemberg mal ausprobiert, die Sanierungspflichten, die einen trifft, wenn er die Heizung auswechselt. Die Ergebnisse sind nicht unbedingt so, dass sie uns zu weiteren Maßnahmen nach diesem Vorbild ermöglichen, weil manche dann einfach auch gar nichts gemacht haben, sondern da müssen wir
auch mit noch mehr Programmen, mehr Anreize schaffen. Ich möchte deshalb ausdrücklich, wenn wir jetzt diese ehrgeizigen Ziele beschließen, dafür plädieren, dass wir einen neuen Anlauf machen bei der steuerlichen Förderung der Gebäudesanierung, um hier die Potenziale zu heben. Und wir mit diesem Beispiel abschließend beschreiben, worum es uns geht. Ehrgeizige Ziele, ja, aber im Mittelpunkt sollen Technologien stehen, im Mittelpunkt soll Effizienz stehen, im Mittelpunkt sollen Anreize stehen. Und so wollen wir in Deutschland mit unseren Zielen in unserer Klimapolitik vorankommen und damit Beispiel geben für andere. Und das nicht zuletzt in dieser Zusammenschau als Signal auch zur Klimakonferenz in Marrakesch. Herzlichen Dank. Anton.